Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 3, der Danny spielt das. Und zwar habe ich im letzten Spiel diesen Zug hier, diesen ICE/ECS von Hamburg nach Lübeck gefahren. Ich wollte das ursprünglich auch veröffentlichen, leider gab es da ein Problem mit dem Kommentar. Es gab nämlich keinen. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, das dann zu veröffentlichen. Also wir haben ihn hier pünktlich in Lübeck abgestellt. Und genau dieser Zug, der ICE 585, wird sich gleich auf dem Weg wieder zurück nach Hamburg-Harburg machen, wie ihr seht. Und genau hier fängt unser Video jetzt an, beziehungsweise unser Szenario, denn unsere Aufgabe wird es sein, diesen Zug gleich nach Hamburg zu fahren. Ich könnte mich jetzt wahrscheinlich auch als Passagier reinsetzen, aber ich könnte das ja mal probieren. Wenn das nicht funktioniert, dann fangen wir einfach nochmal von vorne an und fahren diesen Zug dann halt als Zugführer nach Hamburg. Ich werde mich jetzt einfach mal reinsetzen, werde dann auf die Abfahrt warten und werde mal schauen, was passiert. Das ist hier die erste Klasse. Wenn, dann möchte ich ja erste Klasse sitzen. Das ist zweite Klasse. Möchte aber gerne erste Klasse. Zweite Klasse. So, wir haben nämlich gleich Ausfahrt. Zweite Klasse, zweite Klasse. Hier ist die erste Klasse. Wunderschön. Da werden wir uns mal hineinsetzen. So, dann warten wir einfach mal. Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. So, ihr seht's, wir sind in Wagen 53 und um 8:14 bzw. 8:16 soll dieser Zug abfahren. Vielleicht können wir es da sehen. Ja, 8:16. 8:16 steht da auf der Anzeige. ICE 585 nach Hamburg-Harburg. Also wir haben noch ungefähr 3 Minuten Zeit, beziehungsweise jetzt gleich nur noch zwei. Und wie gesagt, ich werde jetzt einfach mal ausprobieren, ob wir als Fahrgast mitfahren können. So, Licht geht an. Oder ob wir als, weil das Szenario gibt es, das ist, gibt es. Es gibt dieses Szenario ICE 585 nach Hamburg-Harburg. Es gibt es. Also das erste Szenario ist, den Leerzug von Hamburg nach Lübeck zu bringen. Und das zweite Szenario wäre dann, ICE 585 nach Hamburg zu bringen. Und genauso wie es jetzt hier ist. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal als Passagier mitzufahren. Ist ja auch mal was Neues. Wenn das wirklich geht, das wäre ja mega. Und wenn nicht, dann fahren wir halt selber den Zug nach Hamburg. Aber ich möchte doch gerne mal als Fahrgast mitfahren, weil das ist mal wirklich was ganz anderes, als immer selber zu fahren. Und deswegen werde ich jetzt hier einfach mal warten. Haben jetzt gleich noch 1 Minute. Dann sollen wir laut Fahrplan abfahren. Ich bin gespannt, ob das wirklich funktioniert. Das Licht ist schon mal angegangen. Ja, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wir sind hier noch ziemlich alleine, wie ihr seht. Also nicht besonders viel los hier am frühen Morgen in Hamburg, obwohl da draußen doch schon einiges rumrennt. Ja, auch da hinten an den Bahnsteigen kommt einiges die Treppe runter. Hier steht auch einiges, aber die wollen anscheinend alle nicht einsteigen. Die warten wahrscheinlich alle auf einen anderen Zug und wollen mit diesem ICE nicht mitfahren. Na gut, dann ist dem so. So, 30 Sekunden noch. Bin ich mal gespannt, ob es wirklich funktioniert. So, 10. So, dann schauen wir mal. Eigentlich haben wir jetzt Abfahrt. Funktioniert das jetzt oder nicht? Tür geht noch auf. Scheint sich noch nichts zu tun hier. Also müssen wir den Zug doch wahrscheinlich selber fahren.
Schade eigentlich. Ich wäre gerne als Fahrgast mitgefahren. Aber das scheint dann doch nicht möglich zu sein. Nun ja, dann fahren wir halt als Fahrgast mit. Beziehungsweise als Zugchef, beziehungsweise als Zugführer. So, und jetzt? Was funktioniert jetzt hier? So. WB gesperrt. WB gesperrt. Dann werden wir den Zug mal aufrüsten hier. AFB. 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 Schade, wirklich. Schade, dass man da nicht als Fahr als Fahrgast mitfinden kann. Aber nun ja, dann ist das halt so. So, schließen die Türen. Schließvorgang eingeleitet. AFB auf 40. Und dann haben wir die ehrenvolle Aufgabe, diesen Zug nach Hamburg zu fahren. Lösen die Bremsen. Schalten langsam auf. Freuen uns. Und ihr seht, das Wetter ist nicht das Beste. Ey, ist auch noch Gewitter. Ja, Halleluja. Also schade, dass man da nicht als Fahrgast fahren kann, aber ja. Kann man aber leider nichts da machen. So, mal aufschalten hier. Also das ist echt schade. Hätte ich jetzt echt gefreut, wenn man da als Fahrgast schön chillig bis Hamburg mitfahren kann. Das wäre doch mal geil. Aber gut, da müssen wir den Zug halt selber fahren. Wahrscheinlich geht das nicht, weil das eben als Szenario verfügbar ist. Diesen ICE 585 Lübeck-Hamburg. Wahrscheinlich geht es deswegen nicht. Also ich muss euch sagen, die Hinfahrt nach Lübeck mit dem Leerzug, die war schon ziemlich anspruchsvoll, weil am Anfang die PZB einen doch schon ziemlich gefordert hat. Und ich hatte auf der Strecke sage und schreibe zwei Zwangsen. Muss ich wirklich gestehen, schön war es nicht, aber ja, sowas gehört dazu.
So, dann tun wir gleich 140 beschleunigen, während es immer noch fleißig blitzt, ihr seht's. So. Entschuldigung, Leute, aber ich hab's echt erwischt. Also diese Blitze, das ist einfach geil, wie sich das aussieht, so in den Häuserschluchten. Mega. Mal sehen, ob die PZB zum Ende in Hamburg wieder so anspruchsvoll wird, so giftig. Oder ob ich diesmal ohne Zwang sie durchkomme. Schauen wir mal. Wahnsinn. Ihr hört's donnern. Es ist ordentlich am Gewittern hier. Eieiei. Ist aber wirklich gut dabei. Bin gespannt, ob das noch aufhört. An diesem denkwürdigen 29. Oktober 2022. Einem schönen Herbstsamstag. So, 8.56 Uhr sollen wir dann in Hamburg sein. Bin ich mal gespannt. Ich bin ja mit gut 2 Minuten Verspätung losgefahren. Weil ich ja dachte, ich kann als Passagier mitfahren. Aber das war dann leider nicht der Fall. Und deswegen, da musste ich dann natürlich erstmal den Zug aufrüsten. Das hat natürlich seine Zeit gekostet, also gedauert. Und daher, aber ich muss sagen, ich war auch gestern trotz der Zwangs pünktlich in Lübeck. Von daher müsste das eigentlich hin. Wow, habt ihr das gesehen? Da rechts. Geil. Blitze haben wirklich was sehr, sehr Magisches, finde ich. Was, auch was Respektvolles. Also so Blitz, also puh. Da habe ich sehr viel großen Respekt vor, muss ich wirklich sagen. Ja, schon wieder. Bestimmt in so einen Baum eingeschlagen. Boah, ich bin derart erkältet. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist nicht schön. So. Noch 45 Kilometer durch den Sturm. Durchs Gewitter, sagen wir mal so. Sturm ist es ja nicht wirklich. Es ist ein Gewitter mit Regen.
gibt natürlich schönere Tage oder schöneres Wetter zum Zugfahren. Aber auch das gehört dazu. Man kann ja nicht sagen, nö, heute regnet's, heute ist Gewitter, heute fahre ich nicht. Das kann nicht funktionieren. Ich muss ja auch bei dem Regenwetter fahren. Kann man sich nicht immer aussuchen. Muss man halt durch. Versuchen, das Beste draus zu machen und hoffen, dass alles gut geht. Natürlich gibt es immer unerwartete Dinge, wie zum Beispiel Baum auf Gleis, Blitzeinschlag in Oberleitung, dann ist sowieso die Fahrt zu Ende. Man muss auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Aber auf alles kann man natürlich auch nicht vorbereitet sein, ist klar. So, im Moment läuft noch alles nach Plan. 40 Kilometer noch. Der Zug ist noch gesund, alles gut. Keine technischen Probleme, kein Blitzeinschlag irgendwo. Keine Probleme vom Fahrdienstleiter gemeldet, also bleiben wir einfach mal guter Dinge hier. Es sieht jetzt nicht danach aus, als ob es jetzt irgendwie aufhören würde in der nächsten Zeit. Also keine Wolkenlücken, kein Sonnenschein, der da irgendwie durchkommt. Also das sieht noch ziemlich danach aus, als ob uns der Regenschauer mit Gewitter noch einige Zeit erhalten bleibt. Also das wird sich wohl so schnell noch nicht ändern. Gute halbe Stunde haben wir noch, bis wir dann da sein sollen. Also wenn nichts schief geht, sollten wir das eigentlich überpünktlich schaffen. Trotz meiner zweiminütigen Verspätung. So, da beginnt schon der Horror. Wir haben nämlich rot. Kaum sag ich's, haben wir schon die ersten Probleme, wahrscheinlich. Hat das mit dem Wetter zu tun, dass wir jetzt hier rot haben? Wer weiß, wer weiß. Boah, die Witze werden auch immer heftiger.
wenn wir es hier mal schön an das rote Signal ranrobben, sage ich jetzt mal. Dann schauen wir mal, was passiert. So, die 500 Hertz Anforderung sollten wir erfüllen, wie ihr seht. Bleiben sie unter 45, da sind wir lange drunter. So, dann schauen wir mal, was passiert. Warum wir überhaupt hier stehen und... Naja. So, das ist auf jeden Fall abgelehnt. Das heißt, wir werden warten müssen. Auf Signalwechsel. Steht immer noch nicht einsteigen. Komisch. So, was passiert da jetzt? Erstmal noch nichts. Erstmal noch nichts. Kann man hier nicht irgendwie den Zugzielanzeiger umstellen? Geht das nicht beim ICE? Ich bin echt gespannt, was da jetzt Phase ist, warum wir hier so lange stehen. Ach ja. Ist doch weit und breit kein Zug zu sehen, warum wir jetzt hier überhaupt stehen müssen. Doch nichts. Oder seht ihr hier irgendwas? Ist hier gar nichts. Komisch. Hat das Szenario etwa einen Bug? Das wäre jetzt natürlich jetzt traurig. Also hier tut sich gar nichts. Vielleicht ein kleines Stück näher ranfahren. Vielleicht passiert dann was. Schauen wir mal auf die Karte. Sind wir denn überhaupt? Da, Bad Oldesloe, oder?
Kann ich jetzt auch nicht unbedingt was sehen, da jetzt irgendwie was ist. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Ist das jetzt ein Bug oder? Komisch, komisch. Also Leute, solange klinke ich euch mal aus. Ich warte jetzt noch eine Weile ab. Passiert da nichts, beende ich das Szenario. Schauen wir mal, was passiert. Also anscheinend geht es hier nicht mehr weiter. Jedenfalls passiert hier nichts. Ich werde das Szenario jetzt hier mal beenden. Schade eigentlich. Naja, ich kann ja immerhin vielleicht noch speichern. Dann vielleicht gleich mal weitermachen. Das machen wir jetzt mal. Oder entscheidet ihr selbst, ob da ein Bug ist oder nicht? Oder ich weiß es nicht. Sagt es ihr mir. Siehst du, jetzt ist nämlich grün. Das war ein Bug. Gut, dass ich das nicht beendet habe. Dann können wir ja weiterfahren. So. Wunderbar. Siehst du, so einfach geht das. Man muss einfach mal neu starten, dann funktioniert das auch. Aber wieso habe ich jetzt keine Ankunftszeit mehr? Ich habe auch keine PZB mehr. Hä? Was ist denn jetzt los? Moment mal. Läuft denn jetzt ab hier? Stopp mal, was läuft denn hier ab? So. Bremse lösen. Aufschalten. So, PCP scheint zu funktionieren, aber wir haben keine Ankunftszeit mehr. Seht ihr das links? Da ist hier keine Ankunftszeit mehr angegeben. Keine Entfernung mehr, nichts. Was ist das für ein Geisterszenario? Was läuft hier ab? Aber das ist komisch. Wir fahren jetzt einfach mal weiter und schauen, was passiert. Ich habe keine Ankunft mehr, ich habe keinen...
So, was ist denn jetzt los? Hilfe, was geht denn jetzt ab hier? Warum ist das jetzt so komisch? Was läuft denn hier? So. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich weiß nicht, warum die Anzahl, die Dings nicht mehr da ist. Ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt jetzt passiert. Werden wir überhaupt pünktlich in Hamburg ankommen? Werden wir überhaupt in Hamburg ankommen? Was wird noch passieren auf diesem Geisterszenario? Was ist hier los? Ich habe keine Ankunftszeit mehr. Ich habe keine Zielmarkierung mehr. Nichts mehr. Ich kann euch leider überhaupt nicht sagen, wann wir in Hamburg sind, weil ich keine Ankunftszeit mehr habe. Ich habe auch keine Uhrzeit mehr. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Steht eine E. Ich könnte gleich mal auf die Karte gucken, zu gucken, wo wir überhaupt sind. Auf die Karte gucken.
Also, wir sind hier bei Barg der Heide Ahrensburg. Da kommt jetzt noch Ahrensburg, Gartenplatz Ahrensburg, Hamburg-Rahlstedt. Zu viel kommt ja nicht mehr. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt ankommen. Das Szenario überhaupt noch aktuell oder ist das irgendwie schon ausgeblendet jetzt oder findet das gar nicht mehr statt? Was läuft hier? So, bin ich wieder 160. Also ihr könnt gerne in den Kommentaren reinschreiben, was jetzt hier überhaupt Phase ist, warum das so ist, wie es ist. Ja, ich habe leider überhaupt keine Ahnung, warum wir jetzt keine Ankunftszeit mehr haben, überhaupt kein Hut mehr da oben links. Ja. Also ich kann es euch wirklich nicht sagen, woran es liegt. Ohne Scheiß jetzt. Das Wetter hat sich auch noch nicht wirklich gebessert. Es blitzt fröhlich vor sich hin. Oder das dürfte Ahrensburg sein hier. Was für ein Szenario ist das bloß? So, wo sind wir denn jetzt gerade? Ja, Ahrensburg, habe ich doch gesagt. Ahrensburg. Ja, fast da.
ich ja mal gespannt, ob das Szenario überhaupt dann am Ende gewertet wird. Oder wie auch immer. Also, sowas hatte ich wirklich noch nie. Das ist wirklich, nachdem ich das Szenario einfach gespeichert habe und dann wieder gestartet habe an dem Punkt, war das Signal auf einmal grün. Aber dafür oben links die Anzeige weg. Komisch. Auch nicht schlecht. Genial. Das ist doch mal eine geile Aussicht, oder? Jetzt los. Wüsste, wie spät wir haben, dann könnte ich da vielleicht ungefähr abschätzen, wann wir ankommen. Ist da eine Uhr? Nee, auch nicht. Schade. Ist da eine Uhr? Auch nicht. Also bleibt nur Rätsel raten. Was kommt da? RE. Können wir ja gar nicht mehr so weit von Hamburg entfernt sein, weil ich fahre nicht allzu weit. Da kommt doch schon die Brücke. Da müssen wir schon im Hamburger Raum sein, mindestens auf jeden Fall. So, 120. Eieieiei, habt ihr den Blitz gesehen?
Rot, um Gottes Willen. Da hatten wir doch vorhin schon mal Probleme mit, oder? Ich bin mal gespannt, wie das jetzt abläuft hier. So. Ah ja, jetzt dürfen wir wieder. Gut. Dann, Der 45. Wir haben gleich wieder rot. Jetzt geht's wieder los. Wir sind wieder kurz vorm Hauptbahnhof. Jetzt ist wieder Action. Eieiei, was ein komisches Szenario. Jetzt haben wir wieder grün. Super. Ich bleib jetzt einfach mal auf 40. Ich traue dem Ganzen hier nicht mehr. Ich traue dem einfach nicht. Ganz Szenario spielt. Ich bin hier völlig raus. So, wir haben nämlich gleich schon wieder rot. Da bleibe ich jetzt. Ich bleibe jetzt einfach bei 40. Ich mache hier nichts mehr. So, bleibt rot. Damit kurz vor Hamburg wieder mit ordentlich mit roten Signalen zu kämpfen. Also wusste es, dass jetzt. Ich wusste, dass ein rotes, dass der 500 Hertz Magnet kommt. Ich wusste es einfach. Deswegen, ich bin hier schön unter 45 geblieben. So, wir haben jetzt rot, grün wieder. Mein Gott, hier gehst du, weißt du gar nicht mehr, was du tun sollst. Sifa. Die
fahren jetzt schön mit 40 in den Hauptbahnhof ein. Das ist mir völlig egal, ob wir jetzt zu spät, zu früh oder was sonst was sind. Du kannst ja sowieso nicht sehen. Naja, scheiß drauf. Ich könnte wahrscheinlich schneller, aber ich könnte 60, klar, oder 80. Aber ich tue es einfach nicht, weil wozu? Befreiung immer noch nicht möglich. Weil da vorne ist wieder quittierpflichtig. Besitz. Eieieiei, Leute, 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 was ist das jetzt nur hier? Sind wir denn endlich da? Auf dieser Horrorfahrt. Da vorne ist wieder quittieren. Wahrscheinlich wegen 60. So, gleich 40. Da sind wir ja. Kann ja nichts passieren. Sollten wir gleich endlich da sein. Was ein Szenario. Kommt sogar ein bisschen die Sonne raus. Ich pack's nicht, ey. Zum guten Schluss wird alles gut? Na, ich weiß ja nicht. Es regnet immer noch sehr. Ist das Gewitter wenigstens verschwunden mittlerweile? Lieber Gott, was passiert hier noch? Vorne schon wieder rot. Ach Gott, 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 Gott. Was ist hier nur? Tatsächlich noch aufzurechnen. Ich kann ja bald nicht mehr.
jetzt? Was um Gottes Willen passiert hier noch? Dann kommen wir endlich in Hamburg an. Ah, deswegen haben wir wahrscheinlich rot. In dem RE. Beziehungsweise IC immerhin. Immerhin kommt doch so ein Fernzug. Entgegen hätte ich fast gesagt, aber ja, ihr seht's. Deswegen werden wir rot haben. Sicherheit. Ja, halt hat Prio, ne? Ja, eigentlich jetzt, so, stark riecht jetzt hier nun auch nicht mehr. So. Das ist jetzt Phase hier. Auch noch was. Ein RE gibt sich die Ehre. Mit einer 143. So, komm. Der IC müsste mittlerweile durch sein. Schlafen die da wieder bei der Fahrdienstleistung? Leitung. Kommt schon, meine Fahrgäste waren ungeduldig. Bisschen näher ranrobben hier, vielleicht hilft's. Ach komm schon, nicht schon wieder. Ist doch nichts mehr. Oder ist das, weil der IC auf unserem Gleis steht? Kann natürlich auch sein. Ich habe überall rot hier. Seht euch das an. Ist hier alles rot. Was ist das nur für ein Szenario, um Gottes Willen? Hier kommt auch noch ein Zug an. Ein RE. Da fährt der IC.
Da steht der andere IC. Es könnte natürlich sein, dass unser Gleis besetzt ist, weil hier ist ziemlich viel los. Ihr seht's. Wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, wo mein Ziel ist. Wo mein Bahnsteig ist. Dann könnte ich das eventuell abschätzen, warum wir stehen. Jetzt hier allerdings noch nichts sehen, ehrlich gesagt. Wird sich wahrscheinlich erst zeigen, wenn wir näher kommen. Ich weiß ja auch nicht, auf welchem Gleis wir einfahren. Ich weiß ja gar nichts. Ich weiß einfach gar nichts. Ich weiß nur, dass wir wahrscheinlich wieder bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag am roten Gleis stehen, wenn ich jetzt nicht Neustart drücke. Und dann werde ich es einfach mal. Störung, Störung. Zugbeeinflussung. DB gesperrt. DB gesperrt. Ist da was? Ich mache das jetzt noch einmal. Dann schauen wir mal, was passiert. Ihr entschuldigt bitte dieses komische Horror-Szenario, aber ich kann da selber nichts für. Ihr seht es ja selber, ich hänge ja auch nur drin. Tja, da stehen wir. Immer noch. DB gesperrt. DB gesperrt. Zug der Einflüsse. Oh, die LCB werden wir jetzt mit Sicherheit nicht mehr brauchen. Aber naja, ist egal jetzt. Ach, ist egal, ist egal. So, was ist jetzt Sache hier? Kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Komm, wir haben schon 9.15 Uhr. 9.15 Uhr, Leute. Wir sollen um 8.56 Uhr da sein. Das gibt's. Ich hab grün. Ich hab tatsächlich endlich grün. Ist ja Wahnsinn. Ja, dann aber. Ich glaub's ja kaum, ey. Tatsächlich grün. Ich pack's nicht. Was ist das für ein Horror-Szenario? Ha!
Das ist wirklich. Sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Absolut Wahnsinn. Was ein Wahnsinns. Was ein Wahnsinnsszenario, ey. Bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt ein Ziel sehen hier. Zieleinfahrt. So also einen Zielpunkt gibt es ja normalerweise, ne? Wisst, was ich meine. Sifa. Scheint es hier aber nicht zu geben, irgendwie. Und jetzt? Türen geöffnet. Szenario nimmt kein Ende. Kann das sein? Was ein komisches Szenario, mit Witz willen. Willst du da was jetzt machen? Löst die Kiste einfach ab jetzt. Zug beeinflussen. B aus. Jetzt los. Wollen wir jetzt automatisch hier? Machen wir hier einfach alles aus. So. Das wird zu. Geht denn jetzt ab? Dann setzen wir uns wieder. Wir dürfen nicht mehr. Okay. Haben wir das Szenario jetzt beendet oder was läuft denn jetzt hier ab überhaupt? Jetzt fahren wir wieder. Was zum Geier läuft hier ab? Fahren wir denn jetzt hin? Hilfe, was macht der Geisterzug mit mir? Okay, fahren wir einfach noch mal eine Runde mit, ne? Schauen, was passiert. Gucken, wie weit wir kommen. Gucken, wie weit wir fahren dürfen. Mitfahren dürfen. Das ist ja der absolute Hammer hier. Ist der absolute Hammer. Ende der Sitzung. Sie haben das Ende des dargestellten Bereichs erreicht. So, das war's dann wohl. Endgültig jetzt mit diesem Horror-Szenario. So. Gehen wir da mal hin. Fahren wir jetzt trotzdem noch weiter mit oder ist das gleich? Ne, jetzt stehen wir hier mitten auf dem Gleis. Bewegen kann ich mich nicht mehr. Ich kann mich nur noch drehen. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nichts mehr machen. Jetzt kommt da eine schöne Zuglocke. Jetzt können wir ein bisschen spotten. Das ist aber das Einzige, was wir machen können. Die ist jetzt auch, hat sich verdünnisiert, ihr habt es gesehen. Weiß gar nicht, wo wir hier sind, ehrlich gesagt. Irgendwo in Hamburg. Ja, wenn euch dieses Szenario genauso gefallen hat wie mir, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Ich mache jetzt mal Schluss mit diesem Horror-Szenario hier und mit diesem Video. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was da passiert ist. Wir haben keine Auswertung erhalten. Es war ein völliges Geister-Szenario.
Ja, sowas habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Bleibt sauber, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bye. Bye.